Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Bevor ich anfange, ich wurde gefragt wegen den Farben. Also die zwei hatte ich im Video erwähnt, da bin ich mir sicher. Black Suit und Vintage Photo und Pumice Stone. Also grau, schwarz und eben dieses Vintage Braun. Es geht aber auch mit Sicherheit jedes andere Braun, was jetzt nicht ganz erdig ist, sondern noch so einen leichten Rot-Touch hat. Rusty geht vielleicht auch. Wie heißt der? Moment, ich muss hier gerade mal in meinem Rusty Hinge könnte vielleicht auch gehen. Das ist noch mal so ein bisschen mehr rostig, wie der Name schon sagt. Also das waren die drei Farben, die ich für den Hintergrund benutzt habe. Bevor ich nämlich vergesse, ich habe so einen Hang, Dinge zu vergessen. Ich habe auch noch heute was bekommen, was ich bei QVC bestellt hatte. Von der Mittwochaktion, was die hatten. Vielleicht denke ich dran und zeige es im Anschluss. Man weiß es nicht. Und die Heizung macht mich wahnsinnig. Immer wenn ich anfange, Videos zu machen, muss diese Heizung Geräusche von sich geben. So, also es hat jetzt doch noch eine Karte mehr hier, eine Art mehr den Weg zu mir gefunden. Wir haben einmal die Ausziehkarte, Trauerkarte, Never Ending Slimline Card, Umschlag, Einband, Notizblock und eine Wiper-Karte, die ist neu dazugekommen. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ist aber nicht schwer. Dann Gothic Style, Lavendelgarten, Grün, Mosaik, Waldkarte, die bezog sich noch auf das Wiper. Ob ich die kombiniere, weiß ich nicht. Jelly Plate, Paket, boah, sag mal, was ist denn los? Paketschnur, Sisal. Und bei der Schokolade, die habe ich deshalb eingeklammert, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich mit Schokolade anfangen soll, weil ich habe keine Schokoladenstanze oder Stempel. Und mit purer Schokolade will ich nicht rumschweinsen. Mit Essen spielt man nicht. Ja. Achso, und hier neben, wer sich wundert, ich habe hier mal angefangen aufzuschreiben, was ihr gerne sehen möchtet als Tutorial. Einfach, weil ich mir manche Dinge einfach nicht mehr merken kann. Verpackung ATC. Ich gehe mal von aus, dass ihr die diese kleinen gemeint habt. Ich weiß gerade nicht, wo ich es hingeräumt habe. Die ich zugeschickt bekommen hatte. Nicht meine große. Also müsst ihr mir sagen, meine große oder diese kleine kompakte. Den Hintergrund von gestern, Hintergrund Steampunk, den hättet ihr gerne, würdet ihr gerne mal live miterleben. Und die Perlenwasserfallkarte. Das sind die drei, die habe ich mir jetzt schon mal notiert. Ich mache mir hier Notizen, sobald mir wieder was unter die Augen kommt, damit ich es nicht vergesse. Jetzt läuft eh noch die Challenge. So, gestern hatte ich Crows, jetzt sind es noch vier Crowse. Jetzt haben wir noch fünf kleine, deswegen ziehe ich heute einen kleinen. Ich habe auch schon wieder keine Ahnung, was ich ziehe. Es wird wahrscheinlich ein Stempel sein. Ich glaube, ich habe auch fast nur noch Stempel. Der Winterfuchs. Der passt da ja jetzt rein wie. Da muss ich echt mal drüber nachdenken. Aktuell würde ich sagen, passt er zu nichts. Für eine Neverending Slimline-Karte ist mir das ein bisschen zu wenig. Für die Ausziehkarte. Die passen hier alle nicht zusammen. Die passen hier nicht zusammen. Okay. Na, ich glaube, ich muss darüber erstmal nachdenken. Ich werde darüber mal nachdenken. Und wir sehen uns gleich. So, ich bin wieder vollkommen. Mir ist da hinten der Spitzer nicht ausgelaufen, aber ja, er war nicht zu und das ganze angespitzte Zeug liegt da hinten rum. Ich muss dann unbedingt noch staubsaugen. Also ich habe mich jetzt. Boah, hier liegt das Zeug überall. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eine Ausziehkarte oder auch Double Slider Karte zu machen.
Dafür braucht ihr eigentlich auch nicht wirklich viel. Also ihr braucht einmal die Grundkarte. Die ist 15 mal 29,7. Ich habe Cardstock von diesem großen Action-Block genommen, weil da bekommt ihr nämlich dann dieses Stück noch exakt raus. Das ist nämlich zwei Stücke, jeweils 14,5 mal 8,5. Das sind dann die, die da so rumsliden. Und was ihr noch braucht, ist ein Stück Folie. 3x32 habe ich leider nicht. Ich hoffe, dass ich es anstückeln kann. Das ist jetzt mal ein Versuch. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, das macht nichts. Wir werden sehen. So, die Maße habe ich euch diesmal gesagt. Ich brauche mein Falzbrett. Na, hier schon mal wild angezeichnet. Das hier vorne nicht beachten. Das ist gleich zum Ausschneiden. Die erste Falz ist bei 9,3, die zweite bei 18,8 und die dritte, die macht dann hier noch die Klebelasche, ist bei 28,3. Da ich, oh, ich habe hier als dieses Licht vor der Nase, da ich ja ein Inchbrett habe, ja, geht es halt leider nicht auf. Das heißt, ich muss mir eins suchen, wo es dann so einigermaßen passt. So. Also ich hoffe, gestern bis auf den Hintergrund war euch das, waren euch das Schritte genug. Für mich ist es halt, ich will halt auch nicht, ich meine, ich kann halt nicht die ganze Zeit reden, weil ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht was. Klebelasche, deswegen abgeschreckt. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn ich dann so vor mich hin wurschtel. Moment. War etwas rutschig, wo ich es hingestellt habe. Wenn ich dann so vor mich hin wurschtel und ihr dann nicht wirklich, also es ist ja, ich mache ja jetzt noch nicht so wirklich viel. Ich bereite ja nur vor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ach, natürlich, dadurch, dass ich da ja noch was rausschneide, könnte es sein, dass mir die Folie doch reicht. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. So, also das hier, ne, so ein 3 mm Schlitz schneide ich mir da jetzt rein. Also nicht 3 mm, 3 cm in der Breite und hier in die Tiefe gehe ich so ungefähr, ja, einen halben, denke ich. Halber. Ich hatte mir mal 0,7 aufgeschrieben. Ich weiß nicht, 0,7 finde ich ein bisschen euch viel. Mach mal einen halben. Wird schon schief gehen. Ja, das ist jetzt auch so ein Moment. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Und einfach machen ist immer ein bisschen schwierig. Ach, vor allen Dingen, wenn ich ständig hier mit dem Kopf an die Lampe knall. Murks nie leicht. Spiegelt, ich sehe nichts. So, das ist im Prinzip eure Karte plus diese zwei Teile. Wenn man nicht hinguckt und ins Leere greift. So wird es dann zusammengebaut und hier oben. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, das kommt jetzt ganz drauf an, wenn wir auf beide eins machen. Und hier müsste jetzt nämlich eigentlich noch so eine Griffmulde rein. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Jetzt kommt nämlich hier. Nee, das reicht sogar.
Das reicht. Aber ich glaube, ich muss noch einen Millimeter abschneiden. Es ist jetzt wirklich Press auf Press. Press auf Press ist jetzt nicht ganz so günstig, weil dann reißt euch die Folie auch irgendwann. Also das schneide ich gerade mal ohne euch. So. Also ich hab das hier noch ein ganz kleines Stückchen gekürzt, weil ich fand die etwas sehr groß. Ach so, ich wollte mir das doppelseitige Klebeband noch rauslegen. Das habe ich jetzt auch vergessen. So, dann kommen die hier nämlich übereinander. Ich muss mir erstmal das Klebeband rausholen. Moment. Nein, viel hilft nicht viel. aber ich will nicht, dass was übersteht. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach so viel Klebeband drauf gemacht, wie es überlappt. Es ist auch echt schon eine Weile her, dass ich... Oh, dass ich diese Karte gemacht habe. So. Ich sehe leider nichts. Es blendet mich. Also wenn die jetzt nicht ganz so toll wird, dann liegt es... Moment. Daran, dass ich nichts sehe. Ich sehe wirklich nichts. Ich habe hier eine Lampe vor der Nase, das Gestell vor der Nase. Ich sehe... Moment. Ich muss es leider kurz mal zu mir, ist schon wieder was runtergefallen. Ja, und genau das sollte nicht passieren. Jetzt muss ich wieder aufschneiden. Ja, dann muss ich mir jetzt ein neues Stückchen schneiden. Ich kann es leider nicht ändern. Also ich schneide mal ein neues. So. Also die Folie klebt jetzt. Die muss ich dann noch ein bisschen einlaufen. Ich habe hier jetzt schon mal noch Klebeband drauf. Auf der einen Seite kommt das Klebeband nach links und die Karte wird ganz rechts mittig in diesem Panel hier angelegt. Und auf der anderen Seite ist es dann genau umgekehrt. Dann macht ihr hier das Klebeband hin und legt es hier links an. Ups. Ich denke aber, dass ich erst noch mit Designpapier und so weiter arbeiten werde und es dann aufklebe. Aber ich muss mir erst mal gucken, was ich überhaupt mache, weil so weit bin ich noch nicht. Und wenn das dann fertig ist, wird das unter das hier geklebt. Es sind dann ein bisschen fummelig, aber es geht. Also so viel zur Theorie. Ich suche mir jetzt ein bisschen Papier raus und muss auch noch mein Füchschen stempeln. Ja, mal gucken. So, unglaublich, was das Film Akku frisst, wenn man auf Pause ist. ja, so ganz hundertprozentig durchdacht ist das alles noch nicht. Aber ich komme der Sache schon näher. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. So rum war es. Das soll nach da und das soll nach da. Das heißt, das muss ich jetzt so rum hier aufkleben. Machen wir auch gleich mal. Also, das Motiv wird so rausgezogen. Jetzt legen wir es erst hier an der Seite, bündig. Bündig und mittig. So ganz mittig ist es nicht. Wir hoffen mal das Beste. So, und jetzt habe ich hier noch kein Klebeband. Wo habe ich denn das jetzt wieder hingelegt? Es ist ein Kreuz mit diesem Klebeband. Jetzt muss ich erst mal, jetzt bin ich gerade ins Stocken geraten. Hier muss ich hin. Oh Mann. Eieiei. Hätte ich fast falsch gemacht. Dann wäre die ganze Karte schon wieder für die Füße. Das geht nicht auf. Ab. Diese Plastikdinger, die hängen einfach durch die Aufladung überall.
So, und das soll ja noch da. Also wird es erst hier. Lass mal gucken, wo hier die Mitte ist. So grün auf grün ist ein bisschen schwer zu erkennen. So. Ich muss es noch zusammenkleben, bevor es richtig funktioniert. Aber der Mechanismus geht auch jetzt schon. Man muss jetzt halt nur das hier noch festkleben. Das werde ich wahrscheinlich auch mit. Mache ich das mit doppelseitigem oder mache ich das mit Flüssigkleber? Das Problem ist, mein doppelseitiges passt nicht. Und abstehen sollte da halt möglichst auch nichts. Ich glaube, ich nehme Flüssigkleber. Ich weiß irgendwie jetzt schon, dass ich es bereue, aber. So. Für die, die sich fragen, wo ich das immer abschmiere, Hose. Also meine Bastelhose. So, und das hier muss jetzt. Ah, ich bin hier in die Farbe reingekommen. Damn it. Na gut, dann muss ich hinten doch noch was draufkleben. Hier dahinter, auf den Boden sozusagen. So. Und das müssen wir jetzt erstmal fixieren, damit das auch schön. Ja, es geht nämlich hier schon wieder auseinander. Damit das schön klebt. Und ich werde hier hinten wohl noch was drauf machen. Es sei denn, ich kann es mit Wasser noch ein bisschen retten. Das werden wir gleich sehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen dekorieren. Da nehme ich euch jetzt, denke ich, nicht mit. Das dauert mir jetzt auch zu lange. Also, ich brauche ja immer etwas zum Dekorieren. Von daher, das mache ich jetzt in Ruhe. Und wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben. Der Fuchs passt jetzt leider nicht so richtig. Aber. Ich hätte eigentlich einen Stempel gebraucht. Cold but Spring. Habe ich aber nicht. Also, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, die Nuvo-Drops sind. Oh, ich bin gar nicht richtig im Bild. Entschuldigung. Big Hugs von meinem Winterfuchs, den ich so ein bisschen mit Frühlingstasse gemacht habe. Es ist ja kalt im Frühling. Er kann kalt sein im Frühling. So. Das ist die Ausziehkarte. Und hier kann man theoretisch, könnte man hier noch ein Fach machen für, ja, für alles Mögliche. Für einen Gutschein oder man macht noch ein kleines Stückchen Papier in einer hellen Farbe drauf, wo man noch einen Gruß drauf schreiben kann. Von hinten habe ich das jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja, dadurch, dass ich da drauf gekleckert habe, habe ich da jetzt. Eigentlich hätte ich die Rückseite gar nicht beklebt. Von daher. Naja. Also der Fuchs passt nicht ganz so rein. Im Nachhinein habe ich überlegt, ob ich ihn nicht einfach in einer anderen Farbe mache. Das kann man noch machen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. So. Das war die Ausziehkarte. Stift hier. Ach so, ich habe jetzt ein Licht wieder weniger, weil ich meine Heißklebepistole gebraucht habe. So, Ausziehkarte, Lavendelgarten, weg ist er. Grün habe ich mit drin, Mosaik habe ich mit drin und Sisalschnur. Ja, es wird nicht einfacher. Vor allen Dingen, ich habe, glaube ich, fast nur noch Stempel drin, die zu dieser, zum Beispiel zur Trauerkarte, nicht wirklich passen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Karte findet. Also so sieht sie gut aus, wenn der Fuchs dann rauskommt. Wie gesagt, man könnte ihn jetzt noch mal anders kolorieren. Darüber habe ich, da ich wusste ja noch nicht, als ich koloriert habe, wie der Hintergrund aussieht. Es ist immer wieder schön. Schreibt mir gerne, was ihr von der Karte haltet. Schreibt mir auch gerne noch ein paar Vorschläge mit rein, was ihr gerne sehen möchtet.
Und daneben liegt noch was rum. Ich hatte mir dieses Schmucksteinset bestellt von QVC, von Ideen mit Herz eigentlich. Jetzt liegt der Hund gerade ein bisschen ungünstig. Moment. Nicht auf die Karte stellen, sonst gibt's Matsch. So. Und da sind nämlich unheimlich viele von diesen Holo-Schmucksteinen drin. Da kam ich nicht drum rum. Da gibt es Schmetterlinge in zwei verschiedenen Größen. Es gibt Geckos, wollte ich schon immer mal haben, in zwei verschiedenen Größen. So, ich glaube, Colors sind das, ich bin mir nicht sicher. Dann die Blätter, die ich eben schon hatte. Eulen. Tropfen. Schleifen. Und hier noch so ein paar Rosenzweige. Die hatte ich mir geholt. Und noch dieses Set mit den Schmetterlingen und den Libellen. Allerdings muss ich sagen, bin ich da etwas enttäuscht. Weil, ganz ehrlich, das ist eine ganz bescheidene Autofokus. Es ist eine ganz bescheidene Qualität. Also sowas bin ich von Ideen mit Herz jetzt nicht ganz gewohnt. Und ich meine, die waren jetzt auch nicht gerade billig. Es sind mal ein, zwei dazwischen, die sind okay. Da ist dann auch noch Farbe dabei, um sie anzumalen. Vier verschiedene. Und ich hatte sie mir auch nicht ganz so groß vorgestellt, aber das ist ja mein Fehler. Und vor allen Dingen, die stinken. Also die stinken wirklich. So, hier haben wir wieder so einen. Also das ist ganz schlecht geschnitten hier. Da muss man ganz schön was nacharbeiten. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das Set hat gekostet, ich weiß es nicht, ein paar 20 Euro. Da erwarte ich dann doch ein bisschen mehr für. Da kann man dann auch bei Teddy und Action und Co. die Sachen kaufen und sie dann anmalen. Naja, Lernerfahrungen, die man im Leben sammelt. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht und hätte mir ein Ü-Paket bestellt bei Kreativbunt. Wäre gescheiter gewesen. So hatte ich leider schon das bestellt und ja. Egal, ich erfreue mich noch ein bisschen an meiner Double Slider Card bzw. Ausziehkarte. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr gerne noch sehen möchtet an Techniken, Farben, Formen oder so ähnlich. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.